Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem tollen Video. Nicht wundern, dass ich auf Kips Kanal zu sehen bin, weil das Ganze im Namen von Kips Supernova auch passiert ist. Und haha, oh Wunder, unter diesem Kopf steckt natürlich Kip, also ich. Und Rocket ist meine Persona. Und tja, alles, um was es jetzt geht in diesem Video, dreht sich um dieses Bild hier. Und eines vorweg zur Information: Es gibt ja die Sendung The Masked Singer, wo ein Promi oder B-Promi unter einer Maske bzw. in einem Kostüm irgendwelche Lieder vorsingt und das Publikum oder die Jury müssen erraten, wer da drunter steckt. Ja, so im groben Ablauf. Ist ein Thema, ist eine Sendung, die auch im Furry-Fandom zum Teil sehr beliebt ist, ist ja auch lustig, ja, und alles. Und ausschlaggebend war es gestern, dass Ruth Moschner anscheinend erwähnt hat, unter dem Dinosaurierkostüm würde Unge stecken. Beziehungsweise man wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, welches Kostüm sie meinte. Unge, der ja gestern mit Uwe Klick live war um diese Zeit, den hat das natürlich sehr interessiert und er hat auf Twitter dann getweetet: Hey, kann mir jemand sagen, unter welchem Kostüm ich stecken soll? Und hier. Und hier geht's. Ging die Geschichte los. Ich zeige euch jetzt mal den Tweet, den ich da drunter getweetet habe. Moment. Also hier nochmal das Foto in ganzer Pracht. Das habe ich unter Unges Tweet gepostet. Und ja, ich sage, unter dem Schlee ist er. Und das kam dann als Antwort von jemandem: Beat that furry. Und mich schockiert nicht nur das Bild selbst und die Antwort, sondern dass es von 112 Leuten schon geliked wurde zu diesem Zeitpunkt. Auch dies hier: Tötet diesen Grinch Furry, bevor er sich verbreitet. Ist nicht nur eine extreme Beleidigung, sondern es ist auch eine Aufforderung, jemandem Gewalt anzutun. Immerhin 2 Likes zu diesem Zeitpunkt. Genauso wie dies hier mit einem lustig gemeinten Meme: Ja, bin dabei. Und hat jemand geschrieben: Ja, ich bin schockiert, unter einem Unges-Tweet solche Hasskommentare zu verbreiten. Es wird geliked und als Witz abgestempelt. Kam als hämische Antwort: Taschentuch. Ich habe das natürlich Unge mitgeteilt und er hat mir Folgendes geschrieben: Dass die Leute, die solchen ekelhaften Kommentar ablassen, von ihm geblockt werden. Hier ist kein Platz für Hass. Ich habe mich dafür sofort bedankt. Natürlich, dass ich die Community liebe und mir die Community auch sehr wichtig ist. Genauso wie das Furry-Fandom mir sehr wichtig ist. Ihr seht auch, mein Bild hat auch Likes, hat auch Zustimmung. Aber es hat dann trotzdem wieder jemand geschrieben, das ist jetzt hier nicht mehr sichtbar. Jedenfalls hat Unge dann hier als Antwort geschrieben, auch wenn es spaßig gemeint ist, er wünscht sich solche Kommentare über Zuschauer nicht. Wir wollen einen respektvollen Umgang miteinander und jeder sei willkommen. Jeder muss sich überlegen, was er macht und mit den Folgen leben. Es werden durch diese Furries auch Straftaten begangen. Deshalb auch mein Kommentar. Ich habe mich entschuldigt und fertig. Ich bin mir meiner Schuld bewusst. Und ich weiß, dass dieser Kommentar nicht richtig war. Und es sollte auch nicht die Person verletzen, sondern das Kostüm. Also das Kostüm hat hier nicht gepasst. Und deswegen musst du dann sagen: Wo ist mein Feuerwerfer? Ja, ist eigentlich nur als Joke gemeint gewesen. Also es ist immer noch der Feuerwerfer-Typ. Naja, aber am besten solltest du über das, was du hier schreibst, nachdenken, bevor du es reinschreibst, hat dann jemand geschrieben. Ja, dann dürfte man ja nie wieder Memes entstehen und Unge müsste auch seine Videos runternehmen. Ich bin die Ruhe selbst, verstehe bloß nicht, warum du dich jetzt einmischst. Was willst du denn damit erreichen, dass ich meinen Tweet lösche? So ist das. So etwas ist einfach nicht witzig, was ihr darüber lachen könnt. Aber Furries sind empathische Leute und können über so etwas eben nicht lachen. Überleg mal, bevor du schreibst, dass sich Leute umbringen sollen oder getötet werden sollen. Wo ist das bitte lustig? Sorry, ich wollte in keiner Weise die Person verletzen, eher das Kostüm. An dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, dass dieser Feuerwerfertyp gesagt hat, dass er mein Kostüm dieser Stelle scheiße möchte ich mich findet. natürlich bei Unge ganz besonders bedanken, weil er mir sofort zugesichert hat und ich denke, das macht er auch, dass er solche Leute blockiert.
und blockt. Nichtsdestotrotz bin ich extremst schockiert, was ein harmloses und lustig gemeintes Bild und auch ein Beitrag zur Community ausgelöst hat. Und ich muss dazu sagen, danke, dass ihr mir meine freie Woche, meine Urlaubswoche ruiniert habt und versaut habt. Und vielen Dank, dass ihr mir auch Twitter-matig gemacht habt. Twitter, eine ganz tolle Plattform, wo aber auch Leute hinter der Anonymität einfach andere beleidigen und beschimpfen, bedrohen und einfach auch schlecht machen können. Wo bitteschön sind Furries Straftaten, begehen Furries Straftaten? Das musst du mir jetzt mal erklären. Das ist eine grobe Verunglimpfung, das ist eine grobe Unterstellung. Es gibt auch Fußballfans, die Straftaten begehen. Sind jetzt alle Fußballfans es wert, gehatet zu werden? Es gibt Star Wars-Fans, die Straftaten begehen und sich als Darth Vader oder als Sturmtruppler verkleiden. Sind die jetzt cringe und sind das auch Straftäter? Was soll das? Was soll das? Ich glaube, dass die Leute, und die wissen jetzt genau, wen ich meine, dass die, wo so etwas schreiben, das sind in Wirklichkeit ganz armselige Wichte, die selbst kein Hobby haben und andere dafür angreifen, die eines haben und die glücklich damit sind. Trage gerne zur Community bei. Ich trage gerne zu diesen ganzen Dingen bei. Ich bin ja nicht nur Zuschauer von Unge. Ich habe ja auch andere, es gibt ja auch andere YouTuber, die ich gerne zuschaue und denen ich auch Bilder schicke, Kommentare schicke, die nett gemeint sind, die lustig gemeint sind. Ich habe noch nie, seit ich im Internet überhaupt irgendetwas mache, habe ich andere gehatet, beleidigt oder sonst irgendeinen Scheiß gemacht. Nie. Und jetzt werde ich angegriffen, weil ich mich als Piratenwaschbär verkleide. Dieses Kostüm, das du übrigens scheiße findest, das hat fast 3000 Euro gekostet, ist eine Handanfertigung von einer Künstlerin und das habe ich entworfen. Ich sehe mich als Künstler. Furries sind nicht alle, aber es ist eine Kunst und du hast eine komplette Subkultur oder ihr habt eine komplette Subkultur beleidigt und vorgeworfen, wir wären Straftäter. Erklär mir mal, wo Furries Straftäter sind. Und ich meine jetzt nicht Einzelpersonen, sondern im Allgemeinen. Denk darüber nach. Ich mache übrigens jetzt eine Twitter-Pause. Ich habe keinen Bock auf diese Plattform, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe schon mehrere Leute geblockt und gebannt, aber es ploppt einfach auf. Hier und da und hier und da und immer wieder Notifications, auch nette Notifications. An dieser Stelle möchte ich mich beim Ehrenchat bedanken. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Unge bedanken. Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn man über 2 Millionen Follower auf Twitter hat, wenn man so eine riesige Reichweite hat, dann kann es schon passieren. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass viele Idioten dabei sind. Mir wurde zum Beispiel vorgeworfen oder gesagt, ja, dann darfst du auch keine Unge-Memes mehr angucken oder wenn Unge auf Memes reagiert, wenn du keinen Spaß verstehst. Das hat gar nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, jemanden den Tod zu wünschen, jemanden zu sagen, er soll sich anzünden, weil zu deiner Information, es wurden schon Furries, eben weil sie Furries sind, umgebracht. Zwar in den USA, ja, wo jeder eine Pumpgun hat, aber immerhin. Und das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Ich werde mich nicht rechtfertigen für das, was ich tue. Ich tue nämlich nichts Schlimmes. Ich tue das hauptsächlich für mich. Ich tue es aber auch für Leute, die dadurch unterhalten werden. Ich möchte auch Leute unterhalten und eine schöne Zeit bieten. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann ist es dein Problem. Ich bin auch kein Fußballfan. Ich bin kein Hip-Hop-Fan. Dann gucke ich mir keine Spiele an und ich gucke mir kein Hip-Hop an und fertig. Gehe ich jetzt in die Hip-Hop-Community oder in die Sport-Fußball-Community und hate jetzt da die Leute und sage, ey, ihr seid alle scheiße, ey. Nein, ich lasse diese Leute einfach in Ruhe und fertig. Aber so etwas, den Lebensstil von jemandem so zu beleidigen und so in den Dreck zu ziehen, in der Öffentlichkeit, ist widerlich und ihr seid widerlich. Und hiermit beleidige ich euch. Ihr seid widerlich und ihr tut mir leid, weil ihr nämlich neidisch seid auf Leute, die etwas haben, woran sie Spaß haben und ihr habt nichts, woran ihr Spaß habt. Und deswegen seid ihr nur zu bedauern.
Nichtsdestotrotz mache ich jetzt erstmal eine Twitter-Pause, weil ich möchte meinen Urlaub noch genießen. Wir sehen uns dann wieder bei Ungeklickt, das gucke ich natürlich an. Und ja, habt eine schöne Zeit und ja, bis bald. Tschüss. Zusätzlich möchte ich noch sagen, falls jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ja, aber Unge oder die Unge-Community ist ja auch keine Furry-Community. Wenn du innerhalb von der Furry-Community bist, wirst du ja auch nicht beleidigt. Da möchte ich dazu sagen, dass ich die Unge-Community als sehr aufgeschlossen, tolerant und weltoffen wahrgenommen habe. Und wie gesagt, Unge selbst gesagt hat, geschrieben hat, Hass und Intoleranz hat hier nichts zu suchen. Und jeder ist willkommen. So. Tschüss.